Hallo, ich bin Sebastian. Und mal ganz ehrlich, geht's euch nicht auch so wie mir? Das Smartphone ist doch sowieso immer mit am Start. Und jetzt denke ich mir, warum machen wir uns Geschäftsreisen nicht noch viel, viel einfacher, indem wir geniale Apps nutzen, die das Reisen erleichtern? Und die habe ich euch mal zusammengestellt. Fangen wir doch mal mit einer App an, die ich persönlich ganz besonders oft benutze. Und zwar ist das der DB-Navigator von, richtig, der Deutschen Bahn. Die hat es sprichwörtlich in sich. Nicht nur, dass ihr sämtliche Tickets über diese App buchen könnt, dass ihr bestimmen könnt, wo ihr sitzt. Ihr könnt auch eure Bahncard getrost zu Hause lassen, denn die ist in der App inkludiert. Das heißt, im Kontrollvorgang durch den Schaffner könnt ihr dann auch gleich zeigen, hier, ich habe eine Bahncard, das geht schon in Ordnung. Außerdem, angekommen an eurem Zielort, ist dann auch noch der Nahverkehr da drin inkludiert. Auch damit könnt ihr also sofort checken, wo muss ich eigentlich hin und vor allem, wie komme ich da hin. So, habe ich noch irgendwas vergessen, denn diese App ist wirklich pickepacke vollgepackt. Ja, natürlich, ihr könnt die Tickets euch auch schicken lassen. Das heißt, jemand anders bucht die für euch und die werden dann direkt auf die App gebeamt. Schon eine ganz gute Sache. Für all diejenigen, die weder mit dem Auto und noch mit der Bahn unterwegs sind, kann ich die nächste App wirklich wärmstens empfehlen. Es handelt sich um eine App, die sich mit dem Fliegen beschäftigt, beziehungsweise ist mein Flugzeug in Time, an welchem Terminal kommt es an, werde ich meinen Anschlussflug erreichen und auch so nette Spielereien, wie hoch fliegt das Flugzeug, wie schnell ist das Flugzeug. Diese App hört auf den Namen Flightradar und hat wirklich alles, was man braucht, um seinen Flug zu bekommen und auch dort anzukommen, wo man am Ende des Tages hin möchte. Deswegen kann ich euch nur empfehlen, ladet euch diese App auf euer Smartphone runter. Sie hört auf den Namen Flightradar und Fun Fact, Radar kann man von vorne lesen wie hinten. Es bleibt immer gleich. Übrigens, ganz egal, ob ich jetzt mit dem Flugzeug, dem Auto oder der Bahn anreise, mir passiert es immer wieder, dass ich erst vor Ort mein Hotel buche. Das hat einfach damit zu tun, dass ich gerne flexibel bin und dann auch jemanden brauche, der mir diese Flexibilität eben bietet. Und da kann ich euch die App von HRS empfehlen. Denn dort könnt ihr mit ein paar Klicks genau das bekommen, was ihr sucht. Da geht es dann darum, wann checke ich ein, wann checke ich aus, was passt in mein Budget und so weiter und so fort. Und das Allerbeste ist, ihr kriegt auch noch was dafür, nämlich Meilen von Miles & More oder Punkte von Bahn. Bonus. Also ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich habe manchmal einfach wirklich keine Lust, mit den Öffentlichen zu fahren oder mir ein Taxi zu rufen. Und dann bin ich wirklich froh, dass ich jede Menge Apps von Carsharing angeboten habe. Ja? Denn frei nach dem Motto Sharing is Caring kann man dann ein paar Sachen benutzen und ist einfach noch flexibler in der Stadt, wo man gerade ist, unterwegs. Ich zum Beispiel bevorzuge Drive Now oder vor allem Car2Go, weil das Car2Go ist einfach klein, es ist wendig und es ist überall zu finden. Und dann gibt es auch noch die App von Emmy. Emmy, das sind Elektroroller, die haben zwei Helme hinten in ihrem kleinen Kofferräumchen geladen und wenn ich nicht ganz so eitel wäre, dann würde ich mir so einen Helm auch mal aufziehen und damit zu meinem Termin fahren. Tja, und jeder, der wie ich Probleme mit dem Orientierungssinn hat, da sind wir, dem kann ich nur empfehlen, ladet euch Google Maps runter. Ja, und was die wenigsten wirklich wissen ist, Google Maps funktioniert auch im Offline-Modus genauso gut wie im Online-Modus. Das bedeutet, wenn du im Ausland bist oder kein Datenvolumen mehr zur Verfügung hast oder WLAN nicht da ist, kannst du alle Karten, die du dir vorher runtergeladen hast, direkt ansehen und kommst trotzdem ans Ziel. Und wisst ihr, was der Hammer ist? Ein Werkzeug, ja, das weiß ich auch. Aber nein, ich rede hier von der App Lunch Now. Das bedeutet, wie es der Name schon sagt, hier geht es um Mittagstischangebote. Und gerade wenn ich in der Stadt bin, in der ich mich nicht so gut auskenne, dann ist das gar nicht so schlecht zu wissen, wo kann ich was Leckeres essen und wo bekomme ich eigentlich was. Denn in dieser App kann man natürlich auch ganz viel miteinander vergleichen. Wenn euch also der Magen knurrt, dann ist die App Lunch Now genau das, was ihr braucht. Folgendes, der Tag ist jetzt gelaufen und euer Meeting hoffentlich gut, aber manchmal brauche ich dann auf alle Fälle noch etwas, um mich auszupowern und das heißt bei mir joggen gehen. Dafür habe ich auf meinem Handy eine App, die nennt sich Runtastic und die hat wirklich alles, was ich brauche. Vor allem in einer fremden Stadt einen Vorschlag, was eine coole Laufstrecke ist. Und da kann ich mich mit jedem betteln, der sich in der Community befindet. Ich kann posten auf Facebook, ich kann gucken, wie viel Kalorien habe ich verbraucht, wie lange musste ich laufen und wie lange muss ich überhaupt noch laufen, um das kleine Anstandsbäuchlein loszuwerden. Also in dem Sinne sage ich euch, wenn ihr Sport treiben wollt, zieht euch Runtastic aufs Handy, das macht Spaß.
Tja, Geschmäcker sind bekanntlich verschieden. Während ich nach einem harten Arbeitstag gerne joggen gehe, gibt es bestimmt den einen oder anderen, der mehr Bock hat, etwas Ruhiges zu tun. Eine Meditation zum Beispiel. Und auch das ist möglich mit einer App, die hört auf den Namen Headspace und liefert wirklich alles, um nach einem harten Arbeitstag richtig schön runterzukommen. Dabei kannst du sogar einstellen, fühlst du dich gerade gestresst, bist du eher unglücklich oder aufgeregt. Mit der passenden Musik bist du später genauso relaxed wie ich beim Joggen. So viel also zum Thema Apps, die die Geschäftsreisen erleichtern von mir, aber das muss natürlich noch lang nicht alles gewesen sein. Wenn ihr Apps kennt oder Tipps habt für mich, dann schreibt das gerne in die Kommentare hier unten und ganz nebenbei, wenn euch das Video gefällt, dann liked das gerne.